Hey Leute, willkommen zurück bei Jedi Survivor. Chicken. Zerschnetzelt. Gut, okay, so viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Spaß. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Das ist neu. Okay, das ist, wenn ich hier runter. Warum sollte ich hier runtergehen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Weil eben, ich habe mich umgesehen und hier gibt es eigentlich nichts, aber ich will trotzdem mal wissen, was es hier so gäbe. Ich habe noch nicht verstanden, was hier der Staub effektiv macht. Na gut, okay. Wir werden hier nicht allzu viel Zeit verlieren. BD, bleib hier bei Fuß. Wir gehen hier lang. Das scheint der Kein einzige Strom. sinnvolle Der Ort scheint Weg zu verlassen worden sein. zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Genau. Das wäre natürlich im Vorhinein super. Wenn man vorbereitet wäre und der Ton des Fernsehers nicht eine Rückschleife auswirken würde. Na gut. Aber jetzt sind wir voller Fokus dabei. Okay. Sieht irgendjemand irgendetwas? Also ich nicht. Aber okay. Es scheint hier unten auch nichts zu geben, das jetzt extrem relevant wäre. Und ansonsten haben wir es dann halt eben verpasst. Ich sag euch, wie es ist. Kannst du hier hoch? Nein, kannst du. Nein! Du dummer Sack! Oh, shit. Okay, hätten wir das auch rausgefunden. Gut, wir springen nicht mehr, wir beherrschen uns. Wow. Da hatten wir Glück. Was ist das? Was zur Hölle? Seht ihr das? Okay, das scheint nicht der freundliche Rabe von nebenan zu sein. Oh, shit. Diese Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Fürs Erste müssen wir unten durch. Na gut. Ich hoffe, ich kann dir doch noch irgendwann mal helfen, mein Guter. Das ist immer eine sinnlose Abkürzung. Aber na gut. Ist das? Können wir da. Ihr seht hier auf dieser Seite gibt es einen Schatz. Kommen wir da rüber? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Richtig? Nee. Gut. Man kann es ja mal versuchen, richtig? Okay, das mit unten durch. Ich weiß nicht genau, Kerl, wie du dir das vorstellst. Da bewegt sich nichts. Noch nichts. Noch nichts, mein Guter. Das sieht nicht gut aus, mein Lieber. Ich würde dir echt gerne helfen, aber. Wow! Wow! Okay, das tat weh. Suchen wir uns einen anderen Weg. Wir helfen ihr später. Schwierig. Hätte ich da auch gleich rüberspringen können? Na gut, das hätte man sehen müssen. Naja, okay. Was siehst du? Diese Federn. Ausgefallene Federn. Als einer der Spitzenprädatoren auf Kobo herrscht der Piasa über Himmel und Prärie. Ein Schrecken für alle Kreaturen, die er ins Visier nimmt. Die nomadische Kreatur lässt sich selten nieder und ihre vorübergehende Besiedlung der Waldanlage kann auf Verletzungen oder andere Bedrängnis zurückgehen. Sieht nicht gut aus, mein Lieber. Ich weiß nicht, ob ich dich befreien soll, wenn du mich dann angreifst. Was ist hier mit den Chickens passiert? Das war ich nicht. Okay, das war nicht ich. Das hat sich ja gelohnt. Was ist hier mit den ganzen Irgendetwas hier hat Hühnchen? einen mächtigen Appetit.
Ja, aber die sind ja nicht gefressen. Und wie das andere Hühnchen einfach so dasteht. Warum sage ich denen eigentlich Hühnchen? Geht einfach nicht auf. Frechheit. Frechheit, sage ich. Okay. Und da oben ist die Truhe, richtig? Okay, wartet. Können wir uns etwas einfallen lassen? Wie wir jetzt schon da hinkommen? Ja, können wir, natürlich. Yes! Kein Hindernis ist zu hoch. Oh! Ha, dünner Schnurrbart, der Pornobalken. Oh, darf ich das sagen? Ich habe keine Ahnung. Naja, warum denn nicht? Wow! Wow! Okay, mein guter Mugo. Oder wie? Was warst du? Wie hieß du? Ich hab's vergessen. Wollte gerade sagen. Oh, shit! Okay, jetzt wird er wieder aggressiver. Was ist hier mit den... Zack! Okay. Au! Hey, Kumpel, stimmt! Au! Ich kann nicht immer ausweichen. Ich muss auch nicht immer ausweichen, aber es wäre natürlich vom Vorteil. Ah, du hattest du auf Hühnchenappetit oder was? Gleich die ganze Family-Packung hast du hier reingehauen oder was? So eine Technologie habe ich noch nie gesehen. Zusatzteleskop der Anlage. Diese Generatoren laden die Luft mit stark angereicherten Energieströmen auf, die sowohl in Energiemenge als auch vom Gefahrenpotenzial her mit interstellare ionische Stürme vergleichbar sind. Dem Rost und dem Bewuchs nachzuschließen, wurde die Anlage seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Und ich habe auf Bracker viele Maschinen zerlegt. Okay, ihr seht, das hier ist der offensichtliche Weg, richtig? Hätte ich jetzt gesagt. Aber mich würde interessieren, wo ich hier hinkomme. Wollen wir das zuerst versuchen? Wartet. Oh, shit, ich will... Ja, komm, wir versuchen's. Wo? Oh. Das war... Ah, oh Gott. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, dass ich an der Wand... Okay, dann natürlich wusste ich es. Ich wusste es, kommt schon. Ich wusste es. Ich bin ein Profi, meine Lieben. Zack. Energie. Was erhalten wir? Einen Fähigkeitenpunkt. Also ich muss echt sagen, hier das Erkunden, das lohnt sich wirklich. Ach so, okay. Sehr nice. Das Erkunden lohnt sich wirklich. Du hast hier deinen Arm vergessen, mein Freund. Dummer Sack. Okay, da kamen wir her. Gut, dann gehen wir jetzt den offensichtlichen Weg. Yes. Und weiter. D, was meinst du? Das sieht nicht gut aus. Die hätte man... Man kann so schnell was übersehen und es wäre so schade. oh yeah, Sorgsamkeit, Schalter. Okay. Ich habe noch ein bisschen am Schwert gebastelt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Farbe ist ein bisschen eine andere. Wartet! Nein! Seht ihr das? Da unten gibt es noch Priorit. Verdammt! Okay, wartet. Welcher Punkt ist das? Das ist der hier. Ja, nein, also das, ich will jetzt nicht wegen diesem Priorit-Klumpen, den wir aktuell sowieso nicht gebrauchen, hier den ganzen Weg nochmal auf mich nehmen. Aber ihr seht ihn dort, diesen hellen, gelb leuchtenden Stern. Genau. Und jetzt ist die Frage, auf was müssen wir hier achten? Weil ich gehe davon aus, dass wir hier fallen werden. Können wir hier rüber? Nein. Okay, gut. Wir müssen wohl fallen.
Ja, das meinte ich. Was ist das? BD? Ich brauche Infos. Schon mal gesehen, nur nicht in dieser Größe. Kugelverstärker. Eine eigentümliche Vorrichtung aus der Zeit der Hohen Republik. Diese Jedi-Technologie fokussiert und verstärkt die in Kobo-Kugeln gespeicherte instabile potenzielle Energie stabilisiert. Was? Okay, gut. Oh! Genau wie okay. Süßkammer. Ich nehme an, das sollte ich nicht durchgehen. Wollen wir es trotzdem versuchen? Okay, wir sind da wohl immun. Was ist mit dir, Hühnchen? Ah, wir sind wieder... Ach so, okay, wartet. Gott sei Dank. Das wäre ja jetzt ziemlicher Quatsch gewesen, wenn ich hier... Okay, die Frage ist, wie komme ich dann wieder hoch, richtig? Kann ich... Oh, shit. Kletter hoch. Okay. Sieht alt aus. Sie sollte sich das vielleicht mal ansehen. Oh shit! Oh shit! Habe ich sie jetzt? Das war gar kein Priorit, das war eine... Okay, das musste wohl eine Selbstmordmission werden. Na gut, wenn wir schon hier sind, dann heilen wir uns doch auch kurz. Ausruhen. Gut. Die Frage ist... Können wir jetzt hier auch schon was öffnen? Oder vielleicht sogar das große Chicken hier oben? Es sind einfach... Leute, es gibt hier keine andere Lösung. Es ist einfach alles ein Chicken, okay? Das sind die Chicken-Kriege. Oh, das war nicht nett. Oh, shit. Euch habe ich nicht gesehen. Wo kommen die her? Okay, die Frage ist... Okay, wenn ich hier in der Nähe des Strahls bleibe, bin ich safe, richtig? Ja, es scheint so. Okay, gut, wir sehen uns erstmal um. Was haben wir hier? Okay, ich glaube, wir müssen mal hoch. Soweit, so gut. Wir müssen wohl weiter hoch. Gott sei Dank bist du so beweglich, Kerl. Ja, oh, wartet. Warum auch immer ich das machen sollte, ich habe die Möglichkeit. Und dann will ich es wissen. Ob sie wohl mehr darüber weiß? Exakt. 7 Datendisks haben wir bereits. Kommt schon, Leute, das ist nicht schlecht. 7 von 60. okay, genau. Weil, das ist es ja. Die hätte ich jetzt von drüben nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich hab's nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Manchmal, eben, das sage ich, ja. Manchmal muss man einfach ausprobieren. Was soll das heißen, Kel? Wo ist dein Vertrauen, mein Lieber? Wo ist dein Vertrauen? Komm hier rüber, Eindringling. Eichen. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Das Problem ist, ich habe gerade den Magnetgriff versucht. Der funktioniert nicht. Von daher weiß ich nicht. Nee, bringt wie nichts. Wenn ich mit meinem Magnetgriff nicht an ihn rankomme. Oder habe ich was übersehen? Wollen wir... Sorry, ich möchte es mir trotzdem kurz ansehen, okay? Okay, wartet. Nee. Okay, das bringt nichts. Shit! Dein Training, ach Quatsch. Das ist einfach nur, weil ich dumm bin. Aber dennoch kann ich dich töten, du dummer Sack. Okay, ja, ich dachte, vielleicht würde so ein Greifhaken erscheinen, wenn ich denn springe. Aber so kann man sich täuschen, na gut. So kann man sich täuschen. Was ist hier? Ich muss echt sagen, ich bin erstaunt,
wie viele Dinge ich sehe. Also jetzt nicht Selbstlob, ihr versteht, aber... mir ist das wirklich einfach, ich weiß, ich sag's in jedem Part. Aber mir ist es extrem wichtig, aufmerksam durch diese Spiele zu gehen. Weil ich es einfach... ich habe das Gefühl, wenn ich Entwickler wäre... super. Und ich mir wirklich Mühe geben würde, ob sie sich Mühe gegeben haben, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich würde wie wollen, dass sich die Leute auch die nötige Zeit und den nötigen Respekt hier auch erbringen. Okay. Nein! Oh, du dummer Sack. Hat niemand gesehen? Gut. Okay. Und es würde locker gehen. Warum habe ich es vor... ach, na gut. Ist in der Vergangenheit, Leute. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Oh, wow! Ey, ich... sorry, ich habe so Freude, dass wir da den ganzen Plunder hier finden. Wir werden der mächtigste... Stärkung, neuer Bonus erhalten. Ja, ich habe das... ich habe mir die Boni... das klingt nach Australien, exakt. Okay, wartet. Jetzt, hier sind wir nach unten gegangen, richtig? Gut, wir schauen uns kurz die Karte an. Ja, weil hier links müsste es auch noch was geben, richtig? Aber das ist dann wahrscheinlich von hier vorne erreichbar. Ja, ich bin auch nur eines dieser Wesen, das dich töten will, mein Lieber. Wartet, jetzt... wir sind von hier gekommen, richtig? Exakt, gut. Dann gehen wir kurz hier lang. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich fallen lassen will. Okay, das sieht mir aber schon nach dem ziemlich offensichtlichen Weg aus. Okay, da hinten, ihr habt es gesehen, es ist ein roter Punkt. Das heißt, auch wenn wir uns hier jetzt durchschwingen können oder was auch immer... es bringt uns nichts, aber ich glaube, hier fehlt uns noch das nötige Equipment. Hört ihr das Knurren? Woher kommt das? Okay. Ah, klingt nicht gerade vertrauenserweckend. Ich sage euch, wie es ist. Aber na gut. War das fallen lassen, mein Lieber? Ah, ich habe auch den falschen Knopf gedrückt. Okay. Mein Fehler. Kann ich hier sprengen? Nein. Die Tiere rund um die Anlage sind ziemlich aggressiv. Liegt wohl am Staub in der Luft. Und imperiale Patrouillen machen es auch nicht besser. Scheint die Kombination aus allem zu sein. Okay, jetzt wissen wir, woher das Knurren kommt. Den Gallenschlund kennen wir ja nur zu gut. Okay. Ja, komm. Mach dich bereit, BD. Wir müssen gleich kämpfen. Wir müssen gleich kämpfen. Verwirren, große Fauna. Okay. Halte R1 und Kreis. Um große Kreaturen zu verwirren, verwirrte Gegner attackieren Cal, wenn sich keine Gegner in der Nähe befinden. Okay, aber davor gehen sie auf die Gegner. Okay. Okay, okay, wir werden das versuchen. Okay, hier kommen wir dann wieder raus, richtig? Ja. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Gut. Konzentration. Ja, vor allem kurz erholen. Ich möchte mir noch kurz den Boni anschauen, den wir jetzt bekommen haben. Ihr seht hier links, das sind die drei Slots, die ich aktuell besetzt habe. Angriffe sind effektiver darin, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen und Blockanzeige wird erhöht. Und jetzt haben wir der Geschicklichkeit, das war das, wo ich die Hoffnung hatte, es hat was mit Ausweichen zu tun. Ihr seht, es hat mit dem Lichtschwertwurf zu tun, was ich nicht verstehe, was das mit Geschicklichkeit zu tun hat. Aber gut. Und Stärkung. Oh,
Leben regeneriert sich bis zu einem Mindestwert. Ja, nee, komm. Aktuell sehe ich dafür keinen wirklichen Mehrwert. Okay. Wartet mal, Macht haben wir eigentlich noch, glaube ich, noch gar nichts gemacht, richtig? Okay, um nahe Gruppen von Gegnern heranzuziehen, ja, das ist, ich weiß nicht, irgendwie. Kells maximale Macht erhöht sich, ja, ich nutze das Zeug viel zu selten. Ich weiß nicht, ich möchte mich da dann lieber auf diese Dinge konzentrieren. Was ist das? Kells maximales Leben erhöht sich. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Okay, wisst ihr was? Wir machen das noch. Da haben wir ein bisschen mehr Lebensenergie. Wobei ich gar nicht weiß, ob das wirklich viel bringt, weil das Stim stellt ja nicht einfach mehr Energie wieder her, richtig? Also ich meine, letztendlich, natürlich könnte man sich noch ausruhen, das wäre auch noch eine Idee. Also ihr seht, die Anzeige wird zwar breiter, aber das Stim setzt ja dennoch nur eine bestimmte Menge Und weiter geht's. Energie wieder zurück. Das heißt, du hast nicht über jeden Stim gesehen wieder mehr Energie. Versteht ihr, was ich meine? Nicht? Okay, ich auch nicht. Wie auch immer, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir machen im nächsten Part hier weiter und treffen auf den Gallenschlund, der sich hier noch schnarchend befindet. Genau. Also, bis zum nächsten Part und tschö.